So, ich begrüße euch zu einem weiteren Talk. Wir sind in der Adventszeit angekommen und heute bei mir ist der Paddy Bernhard. Ganz herzlich willkommen. Ja, Marc. Hoi, wie geht's? Sehr gut. Ja, Weihnachtszeit ist eh meine Zeit. So. Wirklich? Ja, das ist meine Zeit im Jahr. Es ist zwar immer so eine melancholische Zeit, aber es ist einfach so, die Musik, die dann kommt, die hörst du einmal, die hörst du dann. Ja, und Nüsse essen und Kerzen anzünden. Genau. Aber mich tut das Dachel im Stress, die Geschenke wieder holen und... Ich habe schon auch. Du machst das gut. Ja, ich Vorbild. Ja, weißt, es gibt so in den Tagen vor Weihnachten gibt es so Prozenttage und da kann ich Dengel kaufen. Aber Black Friday und ja, so. Genau, da kannst du zuschlagen. Das genau. Ist das Zeug alles schon. Aber genau. Ich finde den November viel stressiger als den Dezember. Wirklich? Ja, ich finde den November ist immer so. Wir haben jetzt in der Schule natürlich auch viele Elterngespräche und so. Du selber als Vater gehst Elterngespräche. Es ist relativ schnell dunkel und irgendwann hast du dich daran gewöhnt und so im Dezember rein, kommt das gemütliche und so die Weihnachtsessen und das Fondue und so. Das ist immer eine schöne Zeit. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und es hat einen Grund, dass du da bist. Du hast wieder ein neues Projekt. Wieder mal. Einfach eine neue Band. Ja, eine neue Band. Ist der eigentlich langweilig? Ich meine, zuerst Mesh, dann nennst du dich in Bernhard und dann wieder Mesh und jetzt Triebgut. Ja, man könnte meinen, ich wüsste nicht, was ich will. Ja. So, ich auf der Suche. Ja, genau, irgendwie. Ich glaube, ich bin das auch. Nein, ich habe vor Jahren einen Satz gelesen, wo mich nicht mehr losgelassen hat. Kaffee getrunken, Zuckerspruch. Mhm. Da ist drauf gestanden, das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen. Ich habe das eigentlich so zuerst sehr mühsam. Ich dachte, nein, das kann es nicht sein. Und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist tatsächlich so. Es tut sich alles wiederholen, es fährt immer wieder von vorne ab. Und der Grund ist natürlich der, mit Mesh 1 haben wir irgendwann mal aufgehört. Mhm. 2006 oder so. Und dann ist das auch wirklich fertig gewesen. Und dann, was machst du nachher? Du würdest gerne weiter Songs schreiben und so. Und dann, gut, gründest eine neue Band, wie nennen wir die? Wir haben 3 Bernhards in der Band. Wir nennen sie Bernhard, das ist ja auch eine coole Idee und so, und wieder Traufer quasi, oder? Aber die Leute haben dann gefunden, ja, aber das ist ja wie Mesh. Und dann haben wir gefunden, ja, warum machen wir uns das Leben schwer? Warum machen wir denn nicht wieder Mesh? Und dann haben wir gefunden, also Bernhard ist jetzt wieder Mesh. Ich mache eigentlich seit Jahren das Gleiche, oder? Mhm. Und dann haben wir aber gemerkt, Mesh 2 ist nicht angekommen. Mesh 2 haben die Leute irgendwie nicht so annehmen, weil es halt nicht die gleichen Leute in der Band gehen. Und dann haben wir aufgehört. Dann habe ich gefunden, so, that's it, das ist es gewesen. Ja, aber 3 Monate, 4 Monate später nach Pause findest du so, ja, aber ich hätte schon Lust. Es ist so irgendwie so. Und ich will nie von dem, was ich vorher hatte, das machen viele. Und das ist auch okay, das dürfen sie auch. Aber für mich stimmt das nicht. Ich will gerne neue Sachen ausprobieren. Mhm. Ich habe neue Leute gesucht, wir haben neuen Sound für uns entwickelt, wir haben neue Songs geschrieben. Und ich brauche den Input von neuen, wie soll ich sagen, Inspirationen von neuen Musikern, die ich kann. Und mich inspiriert, zu Songs zu schreiben. Wenn ich immer das Gleiche habe, muss ich das irgendwann zu Tode laufen. Ja. Und jetzt haben wir neue Instrumentierung. Und es ist sehr spannend, dass unser Keyboarder, der Bassist, das sind so Leute, die musikalisch auf einer recht gleichen Wellenlänge schwimmen wie ich. Und das macht einfach Spass. Mhm. Dann sitzt du auch noch einen Sonntag und schreibst einen Song zu einer Melodie, die sie dann entwickelt haben. Und das ist das, was mich reizt. Wie das heisst. Ist schlussendlich egal. Jetzt heisst es, man hat Triebgut, ist auch gut. Aber ist es nicht extrem schwierig? Ich meine, alle kennen dich irgendwie von Mesh. Mhm. Die wissen genau, du bist der, der das ewige Liebe gesungen hat und so. Und jetzt kommst du mit einer neuen Band. Ist es nicht extrem schwierig, was auch irgendwie, weißt, an der Radios gespielt wird? Und ja, einfach, was ja, ich mache es mir schon nicht einfach. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich muss es auch trennen. Also ich habe mittlerweile gemerkt, es gibt ein Leben so mit ewiger Liebe. Mhm. Wo mich dann auch zu Leuten wie dich führt, wo ich dann finde, okay, die Leute kennen mich, die kennen das Lied, die wollen das Interview, was auch immer, oder sind interessiert an dem. Und es gibt ein Leben neben ewige Liebe, wo ich Musik machen kann, was ich will. Ich kann schreiben, was ich will, ich kann mich reinrühren, ich kann emotional völlig hier lassen, neue Sachen ausprobieren, die nicht mit ewiger Liebe zu tun haben. Natürlich nimmst du das mit, und natürlich ist das ein Türöffner für alles. Aber es macht aber extrem Spass, so quasi ich. Du kannst mich jetzt quasi engagieren und ich komme dir ewige Liebe singen, also nicht an einer Hochzeit oder so, aber als Gastsänger oder so. Und dann sage ich, okay, kann ich machen. Aber mit der Band ist das ganz eine andere Geschichte. Und mir ist es eigentlich gleich, ob dann die Band bekannter wird oder nicht, oder ob es dann, das ist völlig nicht wichtig. Das ist das, was Spass macht, das Liederschreiben. Das hat mir immer Spass gemacht. Und die ewige Liebe war so ein glücklicher Unfall gewesen. Es hat einfach einen riesen Boom gegeben und ja, es hat natürlich nachher auch alles zugedeckt, was ich sonst noch gemacht habe. Darum ist es dann auch so schön, ich kann sagen, oh, das ist ewige Liebe und das ist meine Band und auf das bin ich mega stolz. Oder? Mhm. Wenn wir über ewige Liebe reden, machen wir das gerne.
Aber ich rede auch gerne über dieses. Und das ist immer so ein bisschen beides halt, oder? Genau. Über Triebgut reden wir nachher selbstverständlich noch ein bisschen. Schön. Ich werde dann eigentlich zurückspulen. Wann hast du eigentlich gemerkt, doch Musik, das werde ich irgendwie doch ein bisschen professioneller machen, nicht nur einfach im Kämmerli daheim? Oh, das habe ich schon früh gemerkt. Ich bin schon als Kind Elvis-Fan gewesen, gross. Habe Gitarre spielen gelernt, bin im Semi gewesen, habe Klavier spielen gelernt, habe dann in der Semi-Band Bass gespielt. In der RS habe ich Schlagzeug gekauft und habe in der RS-Band Schlagzeug gespielt. Also ich habe das alles nicht wirklich können, aber einfach, ich wusste, das ist mein Ding, ich muss dort hin. Und dann, als ich 23 war, stand irgendwie in der Zeitung, eine Band sucht Sänger. Und ich wusste, ich kann nicht gut Gitarre spielen, nicht gut Klavier spielen, Schlagzeug sowieso nicht und Bass. Also was probiere ich noch? Also singen. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Ich habe dann angerufen und sie haben gefunden, okay, wir nehmen die. Ich habe dann erst später erfahren, dass ich der Einzige war, der angerufen hat. Aber wir haben dann nicht angefangen. Das ist dann, ich bin bei Band gekommen und der Stefan Ander hat mir gesagt, also wir heißen Mesh, wir machen das, los. Und dann haben wir 4-5 Jahre lang Covers gemacht, sind in Partys gegangen und so. Und dann habe ich gefunden, hey, wir könnten das mal selber probieren. Und so ist dann nachher alles entstanden. Oder? Und eben, wir haben es vorhin schon angesprochen, das ewige Liebe ist dort entstanden mit der Band Mesh. Ja. Kannst du den Song eigentlich noch hören? Nein, ganz ehrlich gesagt, ich nicht mehr. Nein, also hören kann ich nicht mehr. Wirklich? Ja, wirklich. Also ich finde auch, ich meine, ich war 25, als ich diesen Song geschrieben habe. Es ist 23 Jahre vergangen seit dem Song. Und es ist manchmal sehr schön gewesen. Es ist live jedes Mal ein Erlebnis. Also nur schon, wenn du fährst auf ein Singen mit Leuten so, ah, er singt das Lied. Das ist ein Riesenerlebnis. Ja. Wenn du auf der Bühne so einen Song hast, wo du weißt, der kommt an. Aber ich würde einen Traum nicht daheim CD nicht durch den Song hören. Das ist dann wirklich, das geht mir dann schon zu weit. Ich meine, das ist gefühlt die 800 Millionen Mal, wo ich das Ding gehört oder gesungen habe. Ja. Dann irgendwann ist es gut, oder? Ich habe das auch mit ganz neuen Songs, die ich schreibe. Irgendwann, wenn du die so manchmal gespielt hast und dann aufgenommen hast und dann ist er irgendwie raus und geboren, dann ist er wie nicht mehr so spannend für mich. Dann singe ich zwar gerne und wenn er Leute gefällt auch, aber er verliert dann das Kreative daran. Ich kann nicht mehr daran arbeiten und ich kann nicht mehr schrauben und ich kann nicht mehr ausprobieren. Es ist dann so, das ist es jetzt, oder? Und du bist ja eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein One-Hit-Wonder, oder? Ja. Einfach ein Song. Ja. Aber es ist ja nicht schade, oder? Ich meine, diese Songs gehen einfach, du hast sehr viele coole Songs, wie ich finde. Ich finde auch, die sind einfach so. Das interessiert niemanden, die wollen einfach alles ewige Liebe. Es gibt viele Bands, die das haben. Ja. Das ist natürlich halt das Problem. Und du könntest natürlich dem auch scheitern und finden, nein, also jetzt hören wir auf, also wenn es nur wegen dem Song ist. Es sind so viele Bands und Interpreten und Leute schon erlebt, dass sie einfach einen Hit haben und der muss durchsichtig gespielt werden. Ja. Aber mir ist auch nicht so wichtig, dass ich jetzt quasi einen zweiten Hit nachliefere oder einen dritten Hit drauf rede und mal gesagt, ich bin froh, habe ich nicht so einen Hit, sondern ich kann kleinere Hits nachliefern, immer wieder, und die sind so gleichwertig. Und es ist nicht einer, der alles überdeckt. Und das ist eigentlich wahr, da hat er recht. Weil es wird alles an dem gemessen. Ja, warum gibt es nicht mehr so etwas? Und ich meine, wir haben auch gemeint, geschrieben mit Bernhard, wo ich eine Riesennummer finde, das hat 300 Likes auf YouTube. Das ist cool. Ja, voll. Aber im Vergleich zu 4 Millionen Ewige Liebe findest du, ja, ist jetzt halt nicht so erfolgreich. Ja. Wäre der gar nicht um, musst du sagen, ja, ist auch ein Achtungserfolg, oder? Aber es ist schon so, es ist ewige Liebe, wo vieles zudeckt. Und die anderen Songs sind die Leute, die uns gerne hören, die mich gerne hören, die das interessiert, die hören natürlich auch die Songs. Absolut. Ja. Und eben der Händler, du hast versucht mit Mesh 2, hast du vorhin schon gesagt. Ja, so. Wieso ist das nicht so gelaufen? Kannst du das erklären? Ja, das ist. Für mich war das damals eine Zeit in meinem Leben mit 42, 43, wo dann halt so in eine Midlife-Crisis kommst. Irgendwann. Du fragst, was habe ich bis jetzt geschafft? Und dann ist auch das Thema ewige Liebe natürlich immer gross gewesen. Warum ist das immer nur das Lied? Und so, mein Vater anfangen zu hadern und mein Vater anfangen sich neu finden und ausprobieren. Und das Album, das wir rausgegeben haben, ist für mich ein riesig schönes Album. Aber es ist sehr melancholisch. Jetzt, Jahre später, höre ich rein und finde, wow, was habe ich diesen Leuten damals angetan? Aber für mich hat das damals so gestimmt und ich wollte mich in die Melancholie rühren. Es ist, wir können in der Schaffenszeitliste sagen, es ist so mein schwarzes Album, so mein dunkles Album. Und das kommt halt einfach nicht an. Ja. Just zu dieser Zeit ist der Traufer gekommen mit seinen Jupidu-Songs. Dann ist das auch, das wollen die Leute hören, sie wollen unterhalten werden, sie wollen nicht, ah, dir geht es nicht gut, ja, okay. Und ich habe gefunden, ich will auch so etwas machen, so mal mich ausdrücken, ganz tief graben, was ist denn und so. Und wenn ich es heute höre, muss ich auch lachen, muss ich sagen, okay, es war vielleicht schon ein bisschen sehr schwarz gewesen. Es war zwar ganz bunt, ja, genau. Aber das stimmt, ja.
Und eben, du bist Lehrer. Mhm. Wissen echt Schüler, wer du bist oder was du gemacht hast bis jetzt? Ja, ja, das wissen alle schon. Singen daran gesagt, der Schule im Kreis, ewige Liebe und so? Nein. Nein, nein, machen wir nicht. Also es ist natürlich, das fragen relativ viele Leute, ob wir das auch machen in der Schule. Ich tue das nicht machen. Ich finde, wenn die Eltern so quasi ihr Kind zu dem schicken, mit dem Lied, dann ist es auch. Also wenn der Kind heimkommt und sagt, wir haben eine ewige Liebe gesungen, dann findest du, ja, nein, jetzt musst du das auch noch. Darum mache ich das. Ich habe das noch nie gemacht. Wir haben das mal in einem Lager einfach abgelandet. Ich habe es dazu gesungen. Und es ist schon für die Kinder auch ein Moment, wo sie dann merken, hey, das ist ja der. Aber ich bin eigentlich Lehrer. Und das ist wirklich so ein bisschen zwei Persönlichkeiten. Jetzt mit Rico kommen sie es mit über. Und sie sagen, wir haben da etwas gesehen. Oder wir haben auf die Website nachgeschaut. Oder Bellinzona haben sie abgeladen. Und haben es angehört und finden es toll. Ein Schüler hat mir den ganzen Text abgeschrieben zum Auslösen und hat mir das geschickt. Also die Aufmerksamkeit ist schon da. Aber es ist nicht das Thema. Also die kommen nicht am Morgen in die Schule und sagen, Sie, Bernhard, erzählen Sie mal vom Samstag vom Konzert. Ja, genau. Das ist kein Thema. Aber ich habe letztes Mal mit Adam und Portos über das geredet. Das ist manchmal nicht ein schwierig, die sind ja auch Lehrer. Mhm. Wenn wir so Teilzeit, glaube ich. Teilzeit, genau. Vollzeit. Das ist der Unterschied. Ist das nicht ein schwierig? Ich meine, am Wochenende bist du irgendwie so der Sänger, dann gehst du voll ab und dann am Montag bist du am Morgen wieder in der Schule. Guten Morgen miteinander. Ah, ich liebe das. Also ich sicher? Bin, ja, ich bin wahnsinnig gerne am Montagmorgen. Und ich glaube, auch der Traufer hat das so, um ihn nochmals zu nennen. Der geht am Montag gerne in die Bude arbeiten. Ja. Dann kommst du einfach wieder oben runter. Du hast so lange Adrenalin in dir drin, du kannst fast nicht schlafen nach dem Gig. Du bist am Sonntag so halblebig, weil du fast wenig geschlafen hast. Und dann schlafst du irgendwann am Sonntag und kommst am Morgen und dann heisst es einfach wieder Alltag. Mhm. Dann fragt dich der oder diese jenes Sachen, wo nicht mehr im Gig sind, weil du gar nicht mitbekommen hast, dass du einen Gig gehabt hast. Ja. Und natürlich gibt es auch die sagen, hey, wie ist es und so. Und dann redet man kurz beim Kaffee drüber, aber dann gehst du in die Schule, du hast einen Job. Mhm. Und das ist sehr wichtig, finde ich, immer wieder. Also Stefan Buck hat es auch schon gesagt, oder? Er geht nach dem Sommer, den er jetzt gehabt hat, geht er am Montag arbeiten in die Bank oder was er da macht, Anlageberater, ich weiß auch nicht. Ja. Und das holt ihn oben runter. Und das ist auch wichtig für eine Familie, wenn du das hast, dass du nicht quasi daheim rumläufst, ich bin der Größte, ich bin der Größte, sondern dass du auch Familie hast und das auch weißt. Ja, das stimmt. Ja. Du kannst ins Dorf laufen und am nächsten Tag und mit der Frau spazieren und mit dem Kind Mittag. Ja, Alltag. Einfach normal. Einfach wieder normal. Genau, ja. Genau. Und der Genuss ist eben dieses schon. Ja, das stimmt. Ja, das ist immer so das Panda. Genau. Und jetzt heisst es dir Triebgut. Genau. Und ich habe es zum ersten Mal gelesen, ist mir gerade die Synchro-Bühne Huber, Baden Tochsner. Genau. Ja, es ist auch wichtig, dass das kommt. Also ich finde, das ist auch ein bisschen der Link dazu. Also die Bühne ist für mich der Grösste. Wir haben früher ein bisschen Kontakt miteinander und alles das kaufe ich blind, wenn das rauskommt. Ich liebe das, er hat mich durch schwere Zeiten begleitet mit seinen Songs und ich bin, ja, wie viele in der Schweiz natürlich, einfach, das ist so quasi, wenn das erreichst, dann ist, oder, das ist es geschafft. Ja, das ist einfach so. Ja. Ich glaube, so Songwriting-technisch ist das Beste vom Besten. Mhm. Und dann haben wir lange studiert, was könnten wir, wie sollen wir, und den Namen hat dann plötzlich jemand gesagt und ich habe also gefunden, ja, aber das ist ja der Patent Ochsner-Song, das Album Triebgut. Wieso eigentlich nicht? Es hat so viele Bands gegeben, die sich genannt haben wie ein Song oder wie ein Album von einer anderen Band. Wieso eigentlich nicht? Und Triebgut hat so etwas Positives. Also das Wort gut drin assoziiert schon mal positiv. Mhm. Und Treiben ist auch so ein bisschen wild und so ein bisschen. Ja. Genau. Ja, einfach so. Ja. Und dann kannst du so sagen, hey, schön zusammen, schön mit euch und treiben es gut. Genau. Und es ist ein bisschen so, wir sind so. Wir sind sechs Väter, wir sind eine Mutter in der Band, wir sind alle über 30, wir haben unser Leben, unseren Job und wir müssen es jetzt einfach treiben lassen. Wir können nichts forcieren, wir können nicht sagen, jetzt im April kommt das Album und im Juni gehen wir auf Tour, sondern wir müssen nehmen, wie es kommt. Mhm. Wir können uns einfach treiben und wenn wir irgendwo abfinden, genau. Dann geht es weiter und wenn einer ein bisschen abdriftet, dann holen wir ihn wieder zurück. Und wir haben kein Ziel, wir haben keinen Plan. Wir bombardieren jetzt einfach in den nächsten 50 Jahren die Radios einfach mit Songs. Sehr gut. Wenn einer wieder fertig ist, bringen wir wieder einen. Finde ich gut. Und die Leute sagen, ja, wenn kommt das Album? Ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht. Aber Songs kommen immer wieder. Das ist sehr gut. Hast du eigentlich ein Feedback bekommen von der Bühne? Hat er etwas dazu gesagt? Nein, noch nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich habe ihn nicht geschrieben. Ich habe gefunden, ja, vielleicht trifft sich das einmal dann so. Mhm. Ja, jetzt weiß es ja. Jetzt, wenn er das Video schaut, dann war er schon bei dir gewesen. Er ist auch schon da gewesen, ja. Ja, vielleicht kommt er ja noch. Oder? Vielleicht kommt er gleich wieder. Und ihr seid eine relativ grosse Band, oder? 7 Mitglieder. Ja, das ist schon nicht so ganz einfach, oder? Dass das alles miteinander harmoniert. Also ich würde jetzt mal musikalisch sagen, wir hätten uns auch eine Chaotentruppe nennen können. Oder so. Aber nein, es ist musikalisch eben genau der Punkt, es harmoniert musikalisch sensationell. Es ist so ein geniales Austauschen.
Also wenn der L ist früher der Bassist von Lockstoff, wenn die das noch etwas sagt. Und jetzt selbstverständlich. Ist er in meiner Band. Und das ist für mich so, wir sind früher noch Konkurrenten gewesen, und jetzt sind wir zusammen in einer Band. Und er ist unfassbar, was er an musikalischem Background hat, auch Songwriting-technisch. Er hat auch technisch, rein technisch, also wir müssen so und das gehen so und so und so. Und das ist sehr, sehr viel Input. Und dann haben wir Leute, die mitdenken. Also wir haben, die Sängerin, die ich hatte, die war mir im Chor. Mhm. Ihr Bruder macht irgendwie schon seit 15, 20 Jahren Gitarrenmusik mit ihr zusammen. Der Oliver am Piano ist bei mir in der Schule. Hat so quasi dort gesehen, ah, es gibt das Klavier und ich will es ausprobieren. Jetzt spielt er in meiner Band und er bringt so das Jugendliche rein. Er findet so, ich denke nicht für den Party, ich denke nicht, was ist erfolgreich, sondern ich denke nur für den Song. Mhm. Das tut wahnsinnig gut. Also seit er in der Band ist, haben unsere Songs andere Formen bekommen. Wir haben den Parisi, der schon seit Jahren Gitarre spielt, und der Sascha, mein bester Freund, in dem Sinne am Schlagzeug, wo mich seit, ja, 10 Jahre jetzt, glaube ich, schon, oder noch mehr. Ist ja bei Mesh schon dabei gewesen, ja, glaube ich. Und bei Bernhard. Also ohne ihn würde ich, glaube ich, nicht mehr Musik machen. Mhm. Und das ist schon ein sensationeller Austausch. Früher bin ich der, der gesagt hat, so machen wir es. Oder der Stefan, damals noch bei der Urmesh, da haben wir einfach irgendwie so, und dann haben wir etwas arrangiert und dann haben wir es aufgenommen, that's it. Mhm. Und heute können wir wochenlang, monatelang an einem Song rumginkeln, weil wir die Zeit haben. Ja klar. Wir müssen nicht pressieren. Wir nicht, ja. Nein, wir müssen nicht mehr. Ich kann jetzt einfach, ich darf jetzt einfach nur. Es ist jetzt wirklich so Zahne. Ja. Also ich finde, es ist wirklich für mich der Punkt, wo ich sage, ich habe so viel erlebt in meinem Leben, so viel dürfen haben, ja, so viel geschenkt bekommen. Jetzt darf ich einfach sein und mich treiben lassen. Absolut. Und ich habe die Zeit für das. Ich muss ja nicht, oh du, im April muss ich das Album rausgeben. Es kommt, wenn es kommt. Und das ist gut. Aber das war ja früher schon ein rechter Druck, oder? Ja, mit dem Album rausgeben. Du musst wieder nachliefern, kannst du einfach warten. Also ich finde es erstaunlich, was Hecht abliefert, an Traufer oder der Baschi oder was auch immer. Oder es ist ja brutal, was man einfach immer, es muss immer liefern. Ja, aber liefern. Wenn du noch lebst von dem, oder? In dem, ja. Aber es ist schon, die Leute sind nicht einfach zufrieden mit einem Lied. Und nein, die wollen gerade. Wenn kommt das Album, du findest so, wir haben schon so viele Alben rausgegeben und ein Lied ist im Radio gelaufen und die anderen 11 sind einfach drauf gewesen und die haben uns ein Vermögen gekostet. Ja klar. Aber es wird dann ein oder zwei vielleicht gespielt, ja, in der Zeit. Da genau. Sagen wir, weißt du was, wir bringen einfach einen raus, wenn er gespielt wird, ist gut, und wenn nicht, dann machen wir halt den nächsten. Genau. So machen wir es. Und dann wird er gespielt. Ja, vielleicht wird er genau gespielt, und wenn nicht, ist auch gut, dann bringen, ja, wir wieder den nächsten. Und das Album in dem Sinne ist halt einfach schon, ja, es ist ein Druck. Und das ist natürlich auch, wenn du eine Plattenfirma hast, die dann ein Album auch bezahlt zum Teil oder erpresst und vertreibt, die wollen ja auch wieder ihr Geld haben. Also, irgendwie, ja, musst du nur auch liefern, musst du Konzerte machen und so, musst du das ein bisschen unter die Leute bringen, und das ist schwierig. Und ich finde es heute schwierig, CD, man macht CD, aber es gibt keine CD-Läden mehr. Ja, so. Im Kanton Zug gibt es keinen einzigen CD-Laden mehr, das ist eine Katastrophe. Fertig. Es gibt nichts mehr. Ich liebe es auch. Fertig. Du musst alles online bestellen. Also ich meine, da kannst du ganz so gut auf iTunes runterladen. Also ich höre auch keine CDs mehr. Also ich habe im Auto noch einen CD-Player für selber brennte Sachen, wenn ich etwas trainieren oder üben oder muss einstudieren. Ja. Mein Sohn hört nie CDs, meine Tochter hört nie CDs. Ja, das ist Streamen oder genau. YouTube und meine Schüler in der Schule. Das ist früher habe ich immer gesagt, könnt das Lied mitnehmen. Das sind früher noch CDs gekommen. Mhm. Manchmal selber brennte, manchmal gekaufte. Aber seit 5-6 Jahren. Hätte man das Handy führen? Schicken Sie mir einen Link von oder YouTube. Oder Link, genau. Finde ich, ja, okay. Das ist so. Ja, es hat sich brutal verändert. Ja. Aber die Leute, wenn irgendwie noch, gibt es viele Leute, die noch eine CD wollen. Ich sage jetzt mal mit viel. Wir haben 2002 das Album Erste Hilfe rausgegeben. Mhm. Wir haben in der ersten Woche 17.000 Einheiten verkauft und sind auf Platz 26 gelandet in der Hitparade. Ich habe also gefunden, okay, heute hast du mit 16.000, 17.000 bist du wochenlang auf dem Eis. Also du brauchst heute vielleicht noch 1.000 CDs und dann bist, ja, du auf dem Eis. Und das ist ja so schräg, oder? Ich glaube, es gibt schon Leute, die noch CDs verkaufen, aber ich gehöre sicher nicht zu dieser Klientel. Jetzt, wenn ich jetzt mit Reibgut würde eine CD machen würde, würde ich sagen 500 vielleicht. Ja. Über die ganze Zeit, nicht in einer Woche. Mhm. Drum, ja, es ist eben schon noch schwierig. Ja. Es ist wirklich schwierig. Also, ja. Aber es hat niemand mehr CD-Player. Das ist, ich habe mittlerweile auch. Ich bin auch Streamer. Ich lese einfach alles ein und der CD landet hier noch mit dem Gestell und, ja, oder im Keller. Das ist auch schwierig. Es gibt schon gleich kein Computer mehr mit CD-Laufwerk. Also. Das nächste Auto auch nicht. Ich habe kein CD-Player mehr im Auto. Ich muss streamen. USB-Stick reinstecken. Ja, oder, ja, genau. Ich muss streamen. Ja. Das ist so. Und eben, ihr habt kürzlich auch Premiere gehabt, live. Mhm. Nervös gewesen? Ich war sehr nervös gewesen. Ich war völlig hypochondrisch gewesen. Wir haben 10 Tage vor dem Konzert eine Probe angesagt und unser Keyboarder hatte Magen-Darm-Grippe und hat gesagt, ich komme nicht. Und wir haben wirklich alle Panik gehabt. Und in dem Moment habe ich plötzlich gedacht, jetzt haben wir Monate auf den Gig geschafft, wenn ich jetzt in dieser Woche krank werde.
Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Traufer oder bei Hecht, wenn die ein Hallenstadion erfüllen und sie wären eine Woche vorher so, ich habe gelitten wie ein Hund, ich habe gesagt, ich gebe niemandem mehr die Hand, ich habe einen Schalack, ich habe einen Infarkt, ich habe Tee getrunken. Ich habe einfach Panik, dass ich an diesem Abend für die 60 Minuten keine Stimme habe. Und es ist nicht passiert. Und dann bin ich sehr happy gewesen, als ich dann am Freitag aufgewacht habe und gefunden, ich kann singen. Und bin dann durch das auch nervös geworden. Ich habe gesagt, jetzt kann ich liefern. Und es ist mir dann fast, es ist dann fast too much gewesen. Ich habe dann fast wollen, noch zu viel in diesen 60 Minuten. Aber die Leute haben es gut gefunden. Wir haben unfassbar gute Kritiken bekommen. Selten so viel. Gut, wenn natürlich alle Familie und Freunde im Publikum hast, kommst du auch gut hinein. Nein, es ist wirklich auch von Leuten, die schon lange auch Mesch, Bernhard und so weiter begleitet, mich begleiten musikalisch. Die sind gekommen, sie haben mir auf Facebook geschrieben, es ist wie heimgekommen. Wir sind damals im Hochheibli gewesen und jetzt bist du wieder da. Und es hat natürlich, eben, es ist Treibgut. Für mich ist es eine Band, aber es hat natürlich immer viel mit meiner Person zu tun. Also, der Paddy und seine Band. Ich würde auch lieber, dass man sagt, es ist Treibgut und der Paddy singt. Ja. Und es ist eigentlich so, dass der Paddy und Zara singen und nicht der Paddy. Genau, sind jetzt zwei Sänger. Genau. Darum versuche ich das alles ein bisschen abzudrücken oder ein bisschen ballflach zu behalten. Es ist nicht Paddy und Band, sondern es ist Treibgut und so. Und ich habe im Fernsehen noch einen Beitrag gesehen und du hast «Ewige Liebe» gespielt dort. Yes. Es ist ja gar nicht Treibgut, das ist eben Mesh. Wie du gesagt hast, es gehört zu mir. Ja. Und es ist eine lange Diskussion. Wir haben das sicher ein Jahr lang diskutiert. Was machen wir? Nehmen wir sein Programm. Das erste Mal Widerstand. Nein, wir sind Treibgut, wir machen das nicht. Und dann kommt der Gersauer Herbst und fragt uns an für ein Konzert bei uns daheim. Der erste Gig. Machen das auch? Und ich sage, ja, wir haben auch gedacht, ich habe mit verschiedenen Leuten geredet. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar Leute noch gesehen, die ich von früher her kenne, auch aus der Showszene. Und sie haben alle gesagt, du musst das spielen, das gehört dazu. Und ich habe dann gefunden, okay, ich spiele es. Und wir machen es zu einer Treibgut-Version. Es ist nicht weit weg vom Original. Es ist also nicht so wie auf dem Mesh-Album 2, wo wir auch eine Version drauf haben, die sehr schwarz ist. Es ist ich finde es eine mega schöne Version. Ich habe aber auch gemerkt, dass es Leute gibt, die dann finden, nein, es muss genau so tönen, wie jetzt zum Beispiel der Werbeclip von Elton John, oder? Wo er da den Your Song spielt. Ja, genau. Ich finde auch, Your Song muss genau so tönen. Und für viele Leute muss Ewige Liebe genau so tönen. Es muss machen bling, 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 bling. Ja, genau. Bling. Und ich habe dann eben, wenn du mich fragst, mag ich es noch hören, das ist das, was mir so. Ich mag das nicht mehr hören. Aber ich singe den Song verdammt gern. Ja. Wenn er nicht so anfängt. Und wenn er nicht gerade auf D-Dur oben ist, wo ich immer singe, yeah! Wenn ich nicht singen kann. Ja. Wenn ich mich reinlegen kann, dann liebe ich den Song. Aber wenn er muss singen, wie wir ihn damals geschrieben haben, dann finde ich schon. Oder dann fühle ich mich manchmal wie eine Prostituierte, wenn ich das mache. Ja, genau. Einfach muss machen. Das einfach ja, was die Leute zufrieden sind irgendwie. Ja. Mit dem habe ich Mühe. Oder? Und darum, eben, darum, vielleicht auch Treibgut. Darum auch vielleicht, Ewige Liebe ist zurück. Es ist nicht das. Ja. Es ist Treibgut, wir machen das. Und das ist wie eine Coverband, die sonst Ewige Liebe will coveren. Wir sind das Treibgut, wir nehmen das Programm, das zu mir gehört, aber wir machen es so, wie wir es wollen. Und wem es passt, ist gut, und wem nicht, hat Pech. Und was spielt ihr so für Songs am Konzert? Ich meine, jetzt ist mal Bellizona da, wo man kennt. Und ich habe noch gesehen, im Sommer sind wir noch im Studio gewesen. Haben wahrscheinlich ein paar Songs aufgenommen gerade. Ja, wir haben schon zweite parat. Ja, wenn man schon im Studio ist, machen wir gerade ein paar, oder? Ja, wir haben ja, ja, aber konzertmäßig spielt ihr wirklich noch alte Mesh-Songs oder Cover-Songs? Oder? Wir haben jetzt Mesh-Songs drin gehabt. Drei mit Ewige Liebe. Wir haben zwei drin im Programm vom Mesh 2 Album, wo mir sehr gefallen, wo auch ins Konzept hineinpassen. Ja. Und der Stefan, der Gründer von der Mesh 1 damals, wo mich dann in die Band geholt hat, ist am Konzert gewesen. Und ich habe mega Freude gehabt, dass er kam. Ich habe gefunden, wow, du kommst mich hören nach so vielen Jahren. Das ist für mich eine Ehre gewesen. Und er ist nach dem Konzert hat er mir das SMS geschrieben und hat geschrieben, es hat mir super gut gefallen, super Songs. Die haben das erste Mal gehört, die haben es nicht können einordnen, was ist jetzt? Oder das hörst du zum ersten Mal und er hat gesagt, alles tiptop, Treibgut ist vom guten Weg, aber schmeiß die Mesh-Songs raus, weil das braucht er nicht. Und ich habe so gefunden, ich habe sowieso wie so die Abdankung bekommen, um zu sagen, okay, ich muss nicht mehr. Ich darf jetzt wirklich vorne schauen und sagen, es gibt nur noch Treibgut. Mesh war schön, ist gut, vielleicht nehmen wir wieder mal einen Mesh-Song rein, wenn wir Lust haben drauf. Aber ich will die Leute nicht vergewaltigen in der Band, zum Mesh 2 oder 3 oder 4 machen. Ja, genau. Sondern einfach, wir wollen Treibgut sein. Und, ja, wir haben bereits einen im Köcher, den wir schon irgendwann im Radio hören, weil wir hören jetzt einfach die raus, wenn sie fertig sind. Ich bin gespannt, ja, das ist super. Also, wir haben eigentlich 8 parat, 10 halb parat und das Ziel ist halt schon 15, 16 Songs zu haben, dass man dann live so ein bisschen spielen kann. Was man so Konzerte kann spielen mit den neuen Songs auch dann. Und wenn die Leute dann vielleicht irgendwann Bellinzona kennen oder der nächste kommt, dann
Es war wie damals, als wir mit Mesh angefangen haben. Wir haben 1997 mit Mesh angefangen, wir sind in die Pubs irgendwo in Bern. Und wir haben unsere Songs gespielt und also, was ist das? Und so kommt es mir jetzt auch wieder vor. Aber die Leute wissen, können das einschätzen und sagen, hey, ich höre zu, ich glaube, es ist ein alles neuer Song. Es geht bei unseren Konzerten jetzt noch nicht darum, jetzt machen wir Party, Fräulein Marti, sondern jetzt, wir singen durch Songs, die wir noch nie gehört haben. Und vielleicht gefallen es euch. Genau. Was haben wir für weitere Pläne? Was sind so ein Ziele so in nächster Zeit? Du, wir lassen uns einfach treiben. Ja, genau. Treib gut. Ja, wir haben schon Ideen. Wir wollen schon Konzerte machen. Wir haben auch Anfragen bekommen jetzt nach dem Gig. Wo jetzt natürlich musst du erst noch Verhandlungen und Verträge und so. Klar. Wir wollen Songs rausgeben, wir wollen Songs aufnehmen, wir wollen weiterhin Songs schreiben. Wir wollen einfach Musik machen miteinander. Weil wir einfach das Gefühl haben, das ist jetzt das, was wir machen. Punkt. Also wir haben keinen Plan, ja, wir müssen ein Album rausgeben, ja, wenn denn und so. Sondern es ist so lässig, ohne Druck zu arbeiten und einfach können sagen... Kannst du einfach geniessen und, einfach ja, und geniessen. Hast Freude daran, hast ja, viel mehr Freude daran. Ja, und wenn es in einem Jahr erst rauskommt, ist völlig nicht wichtig. Es ist wirklich cool. Ich hoffe natürlich schon, dass vielleicht irgendwann mal jemand sagt, der im Profibereich arbeitet, sagt, hey, weißt du was, ich mache mit euch einen Deal. Jedes Mal, wenn ihr einen Song habt, bringen wir ihn einfach bei meinem Label raus. Und wir schauen, dass ihr dann 2-3 Konzerte machen könnt. So, weil wir haben, eben, mit uns kannst du wahrscheinlich nicht Geld verdienen, dass wir 50 Konzerte machen und alle voll haben. Aber die Lust haben, uns zu buchen, die Lust haben, mal das zu hören, die können und wir sind da. Sehr gut. Hey, wir sind am Ende. Schon? Ja, wir haben so viel geschnarrt wieder. Hey. Ja, ich. Du. Ja, hey, es hat mich richtig gefreut, dass du da bist. Ja, mich auch. Viel Erfolg mit der Musik weiterhin. Merci. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Ja, kannst dich freuen. Ich habe es heute gehört. Ich hätte es jetzt da, aber ich lasse natürlich noch nicht ab. Das ist erst ein Rough Mix. Ja, aber wir sind gespannt. Ich auch. Sehr gut. Hey, danke vielmals. Schöne danke. Weihnachten dann. Schöne Adventszeit. Danke gleich. Und danke. Und das war ein Tag mit dem Paddy Bernhard. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Sie ist erst mal dran.